Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Medieval Dynasty. Und wir müssen die eine Quest abgeben, mit den Münder zu füttern. Und ich habe ehrlich gesagt auch nochmal einen anderen Spielstand angefangen. Und ja, da habe ich tatsächlich innerhalb von 2 Spieltagen, also 8 komplette Jahreszeiten, habe ich tatsächlich fast den Stand erreicht, den ich jetzt halt hier bei 4 Jahreszeiten habe. Und das ist schon enormer Unterschied. Oh, ich muss ja darüber. Und jetzt wollte ich euch eben fragen, ob euch interessiert, wie der andere Spielstand eben aussieht. Oder ob ihr sagt, nee, bitte bleib hier dabei und mach hier weiter. Weil ich habe nämlich schon jetzt halt festgestellt, es ist wirklich nicht so ideal an der Stelle, wo ich gerade bin. Und konnte quasi an einem anderen Platz wesentlich besser aufbauen und ausbauen, als jetzt hier an der Stelle, wo ich gerade bin. Aber ich mache natürlich auch gerne hier weiter, weil jedes Dörfchen hat eben so seinen eigenen Charme und seinen eigenen Aufbau. Aber ich sehe schon, dass das Dorf, was wir jetzt hier aufbauen, eher lang gestreckt wird. Also das wird nicht irgendwie ein Flecken, sondern das wird ein Strich in der Landschaft. Und naja, ihr könnt mal einfach in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Jedenfalls jetzt gebe ich mal die Quest hier. Aber ich hoffe auch, dass ich noch dem einen oder anderen Händler, irgendeinem von den Händlern, irgendwas verkaufen kann. Weil ich habe nämlich mal ein bisschen rumsortiert. Ja, ich habe nämlich ein bisschen sortiert und Essen haben wir ja so viel Zeug, dass ich jetzt halt mal die Suppen, die in der Speis sind, die schon bei 37% sind, wirklich mal jetzt alle verticken werde. Weil sonst geht mir das ganze Zeug vielleicht kaputt und das will ich nicht. Also lieber verkaufe ich es dann noch zu einem günstigeren Preis, als dass ich das vergammeln lasse. So, wo bist du? Da bist du. So, hier. Ja, ich denke, das sollte sein. Faire Bezahlung für leichte Arbeit. Plus 10 Dynastie, Reputation. Perfekt, damit haben wir das. So, jetzt gehe ich mal ganz kurz auf die Map. Ich habe hier nochmal 2 Quests sogar. So, bei den Fähigkeiten habe ich gemerkt, dass ich auf jeden Fall hier, ich hoffe zumindest, dass ich hier jetzt irgendwann mal upgraden kann. Und zwar möchte ich unbedingt hier auf das Maultier, dass ich 5 Kilo mehr Gewicht tragen kann. Und ich glaube, hier war es... Nee, wo waren das? Erfahrene Jäger. Wo hatte ich denn das? War das bei Crafting? Da bin ich immer am Suchen, ne? Athlet, genau, den Athleten muss ich auf jeden Fall weiter ausbauen, weil der Ausdauerverbrauch, wenn ich da 30% später weniger Ausdauer verbrauche, das ist so wichtig. So, da haben wir bloß gerade erst Upgrade gehabt. Okay, also, wir gehen jetzt mal, wir gucken jetzt mal, da vorne der Mironik, keine Ahnung, schauen wir mal, was der hat. So, kann ich dir bei etwas helfen? Ich habe einen Bogen verloren oder vielleicht hat ihn jemand gestohlen. Ich bin mir nicht sicher. Macht nichts, das ist unwichtig. Ich brauche einen neuen. Kannst du bitte einen für mich herstellen? Und ich wette, das ist der Langbogen. So, fehlender Bogen. Schauen wir mal. Fehlender Bogen. Liefern bis Morinek. Einen Recurve-Bogen. Alter, jetzt will der sogar einen Recurve-Bogen haben. Okay. Haha. Wir haben. Naja gut, wir haben. Im Grunde haben wir Zeit, ne? Um das Ganze zu machen. Technologie. Das war, glaube ich. Nee, nicht hier. Hier bei der Jagd war es. Die Fallen. Da haben wir das. Ah, und den Recurve-Bogen, den kann ich noch nicht machen, ne? Ich meine, Geld habe ich. Soll ich ihn dann mal entwickeln? Ja, nicht genug Technologie. Also wir müssen auf jeden Fall hier mit der Technologie rauf. Das Einzige, was ich jetzt halt machen kann, ist, den Händler zu bequatschen.
Ich weiß jetzt nicht, ob er welche hat. Der Jäger auf jeden Fall hat welche. Weil da könnte ich mal hinschauen und gucken, wie viel der kostet, der Bogen. Dann kaufe ich den halt, das ist egal. Weil ich kann, also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich so meinen Ablauf habe, was das Sammeln angeht, was das Verkaufen angeht. Wir sind jetzt im Herbst, wir können, glaube ich, keine Beeren. Nee, weil hier wären eigentlich Beeren. Wir können keine Beeren sammeln, das heißt, ich muss sowieso bis ins Frühjahr warten und da kann ich dann wieder Beeren sammeln ohne Ende. Warte mal, was war noch für eine Quest? Da oben war ja noch eine. Ich habe mal auch bei anderen YouTubern mal kurz reingeguckt, wie die das so machen und dann ist ganz klar, dass die in den Parts wesentlich schneller vorankommen, wenn die natürlich lauter Schnitte machen und dann sehr viel außerhalb der Aufnahme spielen und dann dadurch quasi wesentlich schneller vorankommen. Ich habe ja meine Parts bis jetzt auf den letzten eigentlich nie geschnitten. Dann hat man wenigstens auch einen Eindruck, wie lange das Spiel dauert. Das werde ich jetzt allerdings ändern, dass ich sehr viel immer wieder überspringen werde, indem ich dann sage, okay, ich sammle jetzt das Zeug für die Quest, ich gehe jetzt halt jagen, was weiß ich, das sind halt Sachen, die man schon gesehen hat. Da könnt ihr mir auch gerne dazu schreiben, was er davon haltet. Okay, so, hast du einen Moment Zeit? Ich komme von der Feldarbeit zurück, das wirkt eigentlich immer. Dann adelig. Naja, gut. Möchte dir etwas sagen, schöne Frau? Ich bewundere deine Hingabe, würde ich machen. Oh ja, das hat gewirkt. Hingabe, machen wir halt nochmal. Oh, das hier ist oft, ne? Und dass die dann negativ darauf reagieren, wenn man das sagt. Aber nö. Das ist süß. Okay. Ja, meine Dame scheint leistungsfähig. Ja, das da haben wir schon mal gehabt, ne? Ich bin ziemlich stark. Das wirkt wie ein Zauber bei den Ladies. Ich weiß nicht, ob das wird negativ sein wahrscheinlich. Aber das Wildschwein, nein. Aber ich probiere das mal. Ja, das habe ich wieder... Ja, okay. trotzdem, achso, jetzt hat sie kein Interesse mehr, Inga. Ah, verdammt. Ich wollte ja eigentlich die Quest annehmen, aber ist egal. Vollkommen egal. So, dann gehe ich einfach mal rüber und penne erstmal eine Runde. Und dann werden wir weiterschauen. So, ich habe jetzt erst einmal Hafer gedroschen, weil ich mir dachte, das mache ich jetzt zuerst. Das gut. Was ist denn da alles drin? Vergammelte rote Beete und so weiter. Ah, das ist dann für die Fertilizer, ne? Dass wir das umändern können. Ich habe jetzt jedenfalls erst einmal Hafer gedroschen. Liegt einfach daran. Ich habe festgestellt, Haferkorn, man kann das ja normalerweise an dem Mühlrad hier genau zum Mehl verarbeiten. Allerdings habe ich gemerkt, ich brauche das selber ja überhaupt nicht, weil die Bewohner, die haben ja anscheinend alles wie aus Zauberhand da. Deswegen verkaufe ich diesen Haferkorn, weil ein Korn bringt, glaube ich, 3 oder 4 Münzen. Wenn ich jetzt halt ein Mehl herstelle, brauche ich 5 Haferkorn dafür und bekomme aber auch dann nur für dieses eine Mehl 4 Münzen. Deswegen ist es hervorragend, den Haferkorn zu verkaufen. Das andere ist natürlich auch, ich kann das zum Aussäen nutzen, wenn ich mich selber skillen möchte. Aber wir kriegen so viel Zeug hier rein jetzt halt mittlerweile, dass wir uns da eigentlich gar nicht drum kümmern müssen, so wirklich, ne? So, das Stroh wollte ich jetzt hier mit reintun, das geht aber nicht, okay. Da muss ich mal gucken. Roggenkorn könnte ich dann mitnehmen, verkaufen, Leinsamen. Da weiß ich, Kohlsamen nehme ich mit, weil das wiegt auch fast nichts, ne? Karottensamen. Leinen, Flachs, den muss ich doch auch erst einmal dreschen, oder? Dass ich dann Leinenfäden habe. Ja, okay, dann dresche ich jetzt mal die Flachssamen, weil es wird nämlich wieder dunkel. Dann haben wir nämlich auch wieder was für die Näherei zum Herstellen. Also, los geht's. So,
Das waren jetzt tatsächlich fast 3 Minuten, die ich gebraucht habe, um das ganze Zeug zu klopfen. Wahnsinn. Okay, wir haben jetzt. Moment. Also ein Flachshalm haben wir jetzt 163. Das ist natürlich genial, ne? Das ganze Zeug können wir im Grunde wirklich verkaufen. Was wir mit den vergammelten Karotten und so weiter machen, ich täte es gerne mal probieren. Ich bin aber allerdings jetzt noch zu schwer. Gehen wir mal in die Näherei ganz kurz. Also ich hab auf jeden Fall gemerkt, als ich dann diesen neuen Spielstand gestartet habe, man spielt komplett anders in dem Moment, wo man nicht auf irgendeine Aufnahme guckt oder so. Und ich war da so viel schneller dran, da tatsächlich, ich kann jetzt halt 10 Leinenfäden herstellen und jetzt wird es wahrscheinlich gleich wieder dunkel. Jo, ist wieder dunkel. Naja, dann mache ich das jetzt einmal ganz kurz. So, damit haben wir jetzt halt erst einmal Leinenfäden, was auf jeden Fall schon mal sehr gut ist. Die Leinenfäden, die packe ich allerdings hier in den. Ey, 16 Stück. Also, wenn. Wir werden rich. Also, das kann ich jetzt halt schon sagen. Doch das Zeug, was wir alles verkaufen können, werden wir sehr viel Geld verdienen. Nicht genug Platz am Zielort, alles klar. Die Federn würde ich gerne rausnehmen, weil die brauche ich nämlich für die Pfeile. Wollfaden und so weiter haben wir drin. Ja gut, da passt jetzt echt nichts mehr rein. Dann müssten wir das mal in das Ding hier tun. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Dann tue ich mal die Leinfäden hier rein. Ich weiß auch nicht, warum die 1,4 Kilo haben, ne? Da habe ich halt auch noch Flachs drin, so viel. Also der müsste ja auch alles noch geklopft werden. Wahnsinn. So, Federn habe ich hier keine drin. Jetzt gucken wir mal. Die Zwiebelsamen können wir. Weil die nutzen das Zeug ja nicht, ne? Haben wir eigentlich noch Brennholz? Wir haben gar kein Brennholz mehr. Das sollte ich jetzt halt mal schauen, dass ich Brennholz herstelle. Ich mache jetzt halt auch mal nur 10 Stück schnell. Weil sonst geht nämlich denen ihr Willing runter. Okay. Okay, gut. Damit sind wir natürlich überladen. Ich verstehe immer nicht, warum, wenn ich Brennholz mache, warum das dann plötzlich schwerer wird als der Baumstamm selbst. Aber okay, muss mich ja nicht unbedingt interessieren. Das haben sie, ich würde mal sagen, verkehrt eingestellt, weil das, wenn ich mir jetzt einen Speer herstelle, dann wird er leichter. Aber wenn ich mir Brennholz herstelle, dann bleibt es schwer. Also das ist sehr seltsam. Okay, hier sollte aber eigentlich auch noch Platz bleiben, dass hier was gelagert werden kann. Es gibt auch noch sehr viele Gebäude zum Bauen. Ich habe schon gemerkt, dass ich habe es nicht ideal angefangen, das Game. Oh, da ist schon wieder was drin. Gerade vorhin erst aufgebaut, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Dann gleich noch darüber gucken. Jawohl, die ist dann weg. Ich weiß bloß nicht, ob ich jetzt halt genug Zeug einstecken habe für die Fallen, aber ich glaube nicht. Weder fehlen mir noch Steine. Ups. Kann ich dich wieder? Nein, kann ich auch nicht. Wie schaut's da aus? Auch die Hasenfalle ist putt. Okay, das muss ich dann alles am nächsten Tag mal aufbauen. Machen wir uns erst einmal ein schönes Feuerle an. So. Kann ich. Also hier werde ich jetzt nichts kochen können, oder? Außer Haferschleim. Das würde ich gerne mal probieren. Roggenkorn brauche ich 5 Stück. Das heißt, ich kann das eh nur einmal machen. Brei kann ich mehr machen, okay. Nimm mal deine Fackel wieder in die Hand, dass wir Licht haben. Haferschleim bringt uns 15. Also im Grunde denke ich, dass das Roggenkorn besser ist zu verkaufen als der Haferschleim. Weil ich bekomme ja pro Korn bekomme ich ungefähr 2 oder 3. Ich weiß es jetzt nicht. Das werden wir dann gleich sehen. Halt, Fähigkeiten wollte ich noch ausbauen. Bei mir geht schon wieder drunter und drüber irgendwie. So, handwerklich Koch, Schmied, Schmiede, Bäcker, Näher, Handwerker.
kocht, es geht halt dann schneller. 10% schnelleres Backen. Was haben wir denn da? Haltbarkeitsverlust. Handwerker, Auf- und Abstufung von Hausmodulen. Ich würde den Koch jetzt nochmal ausbauen. Weil ich denke, okay, 2000 Punkte, aber das werden wir relativ schnell dann zusammenbekommen. Vermute ich jetzt mal. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz aufs Journal. Wir haben den fehlenden Bogen zu machen. Das wäre natürlich super, wenn wir das machen. Alwins Geschichte müssen wir auf die nächste Jahreszeit warten. Und Neuankömmling, wir müssen noch halt 5 Einwohner und noch mindestens einen Arbeiter. Aber das sollte auch kein Problem sein. Das da würde mich halt wirklich reizen, dass wir das schaffen. Allerdings ist halt da dann mit der Technologie, ne? Mal schauen. Nee, doch, war schon das. Gekaufte Pläne, das sind dann die Metallsachen. Taverne müssen wir bauen. Ja, und da brauchen wir halt einfach die Technologie. Eieiei. Okay, nee, halt. Wir wollten schlafen gehen. Das muss wieder Tag haben. Dann sollte ich auch was essen, wenn es geht. Ich habe Fleisch. Ich könnte den Haferschleim auch essen, ne? Das gibt jetzt 20 Punkte. Das ist schon okay. Dann gehen wir mal ganz kurz was trinken und dann gehen wir mal schnell ins Dorf. Also die Ausdauer, wenn ich oben habe, oder besser gesagt, das Joggen, wenn ich da besser bin, dann renne ich da halt wirklich in einem durch, ne? Ich habe im Übrigen dieses andere Dorf, was ich gebaut habe, das habe ich, wenn man hier auf der Karte schaut. Ich sag mal ungefähr da wo auch der Spot ist von dem Ton, habe ich hier angefangen, die Siedlung zu bauen, weil es gibt nämlich hier sehr viel Fläche, wo man quasi ausbauen kann. Und rein theoretisch wäre es auch möglich, hier noch rüber zu bauen, ne? Weil der Platz hier ist wirklich beengt durch das, dass hier halt sehr viel Hügel sind. Also da kann ich nicht sehr viel Häuser bauen. Ich habe da drüben ja angefangen mit dieser, wo ist es? Karte lässt sich recht schwer schieben. Hier drüben habe ich angefangen mit der Mine. Hier kann ich natürlich auch noch das ein oder andere Häusle setzen, ne? Aber dann ist das Ganze halt sehr, sehr weit auseinandergezogen. Deswegen mache ich da oben auch nur die Mine dann. Filberta, mal mit dir ein bisschen quatschen. Hast du einen Moment Zeit? Okay, ich möchte dir was sagen. Tut mir leid, ich kenne dich noch nicht gut genug. Mal gucken, wen es da noch gibt. Ich muss ja schauen, dass ich da ein bisschen am Flirten bin. Na gut. Moment, wo ist jetzt halt? Da vorne ist er. Doch, Unigost, zeig mir dein Zeug. So, schauen wir mal. Das da kann ich. Oh nee, das verkaufe ich nicht, weil das der Wegerich, wenn ich da im Winter nichts finde und auf Jagd bin und dann verletzt werde, könnte ich mich nicht heilen. Deswegen kommt es auf jeden Fall in die Kiste. Okay, 2 bekomme ich da. Für Haferkorn bekomme ich 2, aber das ist auch egal. Kohlsamen zum Beispiel bekomme ich 3. Aber wenn ich das halt. Ja, ich hau das raus, weil ich brauche Geld. Leinsamen bekomme ich halt pro Leinsamen 4 Münzen. Und die verballere ich alle komplett. Das Stroh, da haben wir eigentlich auch genug. Wir werden auch jederzeit sammeln können. Ich verkaufe auch die Karottensamen. Jetzt hat er kein Geld mehr. Na, habe ich dich gut ausgenommen jetzt? Also im Grunde produzieren unsere Leute so viel Zeug, dass wir das tatsächlich ohne weiteres verticken können. Ne? Flachshalm behalte ich, weil ich möchte selber ein bisschen auch craften. Haferkörner weg damit, Karottensamen weg damit. Ich verkaufe dir jetzt halt auch schnell die 2 Stöcke und den Stein. Die Federn behalte ich, weil ich die brauche für Pfeile. Okay.
So. Damit haben wir das. Wir müssen den Curve-Bogen fertigen. Jetzt ist die Frage, wir haben ja noch eine Quest zum Annehmen da drüben. Ansonsten können wir... Ja, mal gucken, ob wir hier jemanden haben, den wir anquatschen können. Hm, Itzboa. Sehr viel können tut er ja nicht, ne? Feldarbeit. Okay, das geht runter. Alles klar. Kann ich mit dir noch ein bisschen? Ich hoffe, es geht dir gut. Ach, verdammt. Manche mögen das, wenn man es fragt. Manche mögen es nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, wie weit man mit denen ist. Okay. Ein Recurve-Bogen. Filberta. Gerede? Okay, das mag die nicht. Manche mögen es zu quatschen. Manche mögen es halt gar nicht. Ich merke aber auf jeden Fall schon wieder, dass ich komplett anders spiele als das Game, was ich angefangen habe. Das ist wirklich faszinierend. So, ich gehe jetzt erst einmal zurück und sortiere nochmal ein bisschen in den Kisten, was ich da noch verkaufen kann. Wahnsinn, jetzt schaue ich gerade in der Jägerei mal rein und da ist so viel Fleisch drin, was mich jetzt total umhaut. Ich wollte jetzt halt gerade nur mal die Federn hier reintun und auch das Leder hier reintun. Und dann überrascht mich das hier. Also das Fleisch hier sollte ich auf jeden Fall rausnehmen und verbrutzeln. Mit den 50%, ich werde mal schauen, 17 Kilo. Na gut, die kann ich mitnehmen, dann bin ich ein bisschen überladen. Wäre jetzt ein nettes Problem. Aber wir müssten es auf jeden Fall... Oh Mann... Wir müssen es aber auf jeden Fall rausbraten. Ne, es geht nicht rein. Okay. Weil ansonsten ist die Haltbarkeit nämlich zu tief. Und ich weiß halt nicht, ne? Genauso, wo ist mein Feldarbeiter? Verdammt. Wo ist der? Also hier macht er gerade nichts. Da drüben macht er auch nichts. Aber das liegt wahrscheinlich daran, an den Sachen, die ich anpflanzen lasse, ne? Vermute ich jetzt mal. So, entzünden wir erst einmal ein Feuer. Kochen können wir so nichts, aber wir können das Fleisch rausbraten. 108 Fleisch. Das wird auf jeden Fall eine gute Skillung geben, würde ich sagen. Naja, warten wir es mal ab. 3 Sekunden pro Fleisch. 360, oh Gott. Also, ich mache wieder einen Schnitt. So, tatsächlich 5 Minuten später haben wir jetzt endlich das komplette Fleisch durchgebraten. Ich hau mir davon gleich mal ein wenig was rein. Also da brauche ich jetzt echt nicht mehr sparen, was das angeht. So, vor allem die Fallen werden wir dann noch aufbauen, dann sammeln wir da auch noch. Eigentlich brauche ich die Fallen gar nicht mehr aufbauen. Das ist ja eigentlich nur noch Zier, wenn man so will. So, tun wir das einmal hier rein. Also, es ist wirklich sehr viel gebratenes Fleisch, muss ich echt sagen. Also, die verhungern mir definitiv nicht, muss ich sagen. Ich könnte eher von dem ganzen Zeug was verkaufen. Zwiebeln haben wir da. Da könnte man sogar noch Zwiebelsuppe machen und sowas. Schon wieder Karottensamen, Kohlsamen und so weiter hier drin. Das ist faszinierend, wie viel Zeug hier gesammelt wird. Vor allem, was mir aufgefallen ist, wir haben hier 77 Kilo drin. Also irgendwie können wir die Kiste mittlerweile überladen. Ist auf jeden Fall ein Bug, den ich gerne nutze. Ach, du stehst darum, ja, Siegfried. Ich habe Arbeit für dich. Barn, Landwirtschaft. Der ist gut in Feldarbeit, auf jeden Fall. Schauen wir mal, Grabungsschuppen. Werkstatt craften. Näherei. Kann der irgendwas? Ich weiß es nicht. Näher. So, Siegfried ist jetzt näher. Moment. Jetzt habe ich Arbeit für dich.
Es muss sich ja ändern, auf jeden Fall. So, löschen. Arbeitsplatz zuweisen. Nö. Och. Ja, einfaches kleines Nein ablehnen. Bist du sicher, dass die Familie ein neues Haus überziehen möchtest? Nein ablehnen. Siegfried. Arbeitsplatz zuweisen. Ey, das ist. Dieses System ist sehr undurchdacht. Das Ding ist beschädigt. Okay. Machen wir natürlich gleich. Barn. Arbeiter zuweisen. Als Feldarbeiter. Und der hat jetzt aktuell nichts zu tun, ne? Deswegen wahrscheinlich. Wir schauen uns ja mal die Felder an. Hier sehe ich halt jetzt nicht, was, wann, wie und so weiter. Nee, warte mal. Ich würde sagen, Flachs. Hier überall. Akzeptieren. Das muss alles, keine Ahnung, was sein. Die werden wir. Ist egal. Das lassen wir. Feldarbeit. Ich bin sehr chaotisch, was das da angeht. Also muss ich echt zugeben. Absolut chaotisch. Da würde ich gerne, wenn dann noch hier Flachs reinmachen. Jo, akzeptieren. Da haben wir dann auf. Also Flachs werden wir definitiv genug haben. So. Lass mich mal in die Kiste. Lass mich mal in die Kiste. Flachshalm. Weizenkorn, Zwiebelkorn. Okay. Das passt schon. Ich muss hier auf jeden Fall... Da Karotten drin, ne? Ich weiß nicht, warum jetzt da die Karotten drin sind. 13 Kilo, die könnten wir eigentlich raustun. Könnten sie verkaufen. Weil das bringt nämlich... Oder anscheinend tun die das hier rein, dass das vergammelt? Ich weiß es nicht. Um Fertilizer herzustellen? Oh Gott, nee, ich bin dann zu schwer. Tun wir wieder raus, das sind 20 Kilo zu viel. Vergammelte Karotten. Das könnte ich ja mal probieren, weil das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Nehmen wir mal hier ungefähr die Hälfte raus. 5 Kilo. Nehmen wir 6 Kilo hier. So, dann müsste ich normalerweise hier nicht genügend Ressourcen. Rot. Dünger. Lehmwürf. Tierfutter. Mahlstein kann man natürlich nichts machen. Dreschboden natürlich auch nicht. Keine Ahnung, normalerweise vergammelte... Was machen wir dann mit dem Zeug, mit dem Vergammelten? Das können wir auf jeden Fall verkaufen, das ist egal. Rote Beete können die noch rausnehmen. Das können wir noch rausnehmen. Das andere hat alles 100%. Das lassen wir dann mal. So, ich nehme mal den Bauhammer in die Hand. Mach mal die Fackel aus. Reparatur. Ah, okay. Oh ja. Da brauchen wir Stöcke. Die sollten wir eigentlich genügend haben. So, schauen wir mal. Stöcke, naja gut, 22 haben wir zumindest, ne? Ist da auch irgendwas rot? Kurz reingestiert? Nein. Beim Jäger ist was. Hier oben. Haben wir das wieder repariert? Ich weiß nicht, ob man jemanden dazu verdonnern kann. Reparaturen auszuführen. Oh, da brauchen wir Stroh natürlich. Die konnte ich nur.
finde es mittlerweile recht chaotisch hier. Also das ist eine Kommune, die außer Rand und Band läuft. So, da sind wir jetzt auch schon drüber, ne? So, Stroh brauchen wir eigentlich nur 4 Stück, glaube ich, waren es. Ich nehme mal 5 mit. Nein, raus. Trinken kann ich dann auch gleich noch was. So. Gut. Dann haben wir das wieder repariert. Hühner müssten wir halt kaufen irgendwann mal. Bewohner brauchen wir noch. Oh Mann. Das ist sehr viel zu machen. Genau. Habe ich nicht irgendwo Fähigkeiten nochmal? Handwerkliches Wissen. Da sind wir schon bei 1200. Wie ist es beim Farming? Ja, durch das, dass ich so viel Zeug hergestellt habe, bin ich da natürlich ruckzuck nach oben. Der Aussaat, Gemüse benötigt Samen um 20%. Landwirtschaftliches Wissen wird wahrscheinlich das nächste Mal noch kommen. Der Fänger im Roggen reduziert die Anzahl der zur Aussaat von 20%. Milchstraße, Knight Rider, Funktionsweise ist noch nicht verfügbar. Ach so, schaltet die Fähigkeit zum Reiten frei, alles klar. Gibt es noch einiges, aber den Jäger muss ich unbedingt machen. Jäger ist ganz, ganz wichtig. Und da würde ich sogar das nächste Mal auf Jagdwissen gehen, dass das schneller geht. Aber warum habe ich da so wenig Talentpunkte? Eine Fähigkeit, die bestimmt, wie gut du im Bogenschießen Häuten der Tiere bist, die wirkt sich auf das Craften in der Jagdhütte aus. Das heißt, wir müssten schauen, dass wir in der Jagdhütte noch ein bisschen was herstellen. Servus. Ja, schon wieder so viel Fleisch. Oder immer noch so viel Fleisch, besser gesagt. Okay. Leute. Ich werd mal hier wirklich einen Rundumschlag machen. Das ist sehr viel Herumgerenne, sehr viel Sortiererei und so weiter, was ich da zu tun habe. Und ich weiß noch nicht, wann und wie wir uns dann das nächste Mal sehen. Also sprich jahreszeittechnisch das nächste Mal sehen. Weil ich muss nämlich gucken, dass ich hier mal ein bisschen reduziere und ja. Einfach hier mal ein bisschen klar Schiff mach. Schreibt mir trotzdem bitte in die Kommentare rein, ob ihr die andere Siedlung mal sehen wollt oder wie auch immer. Das täte mich mal interessieren oder ja, weil es war ja schon mal die Rede noch vor dem Livestream, ob wir nicht ein neues Dorf anfangen und bei dem anderen Dorf werde ich halt fast auf dem Stand wie jetzt. Und ganz anders aufgestellt. Okay, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Danke für ein Like, danke für Kommentare und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.